eine Gentest hast du gemacht, oder? Ja, zeig ich dir. Rein erbig ist. Das zeig ich. Geh da drüben rein. Ist doch besser als hier. Warte, ich mach hier alles genau. Panzer! Was die alle haben, Probleme haben hier bei uns in Hessen, ist, ich weiß nicht, wie es ja mit Regen aussah. Wir sind im Sommer sehr durchgehungert worden, würde ich mal so sagen. Mhm. Also, nicht so wie üblich. Ja, fällt mal. Stimmt ja okay. Das machen wir noch wir gucken mal die Kuh. Die Papiere mal gucken, die Kuh, die Mutter mal gucken. Naja. Ja, ich würde sagen, der ist okay. Wenn die Papiere jetzt noch stimmen, und dann nehmen wir den mit. Na, der muss den Preis auch noch passen. Jetzt, von ihm hast du jetzt kein Zuchtpapier, oder? Nein, nein. Zuchtbescheinigung. Nein, nein. Mhm. Weil, habe ich dir ja gesagt, die mache ich an sich erst, wenn es einer braucht. Die meisten wollen sie. Ja, weil es effektiv 150 Euro kostet, ungefähr. Die Blutprobe plus 50 Euro, also Tierarzt plus Blutprobe plus 50 Euro Papier. So ungefähr ist das. Früher waren es 100 Mark und dann halt umgerechnet. Ja, ja, ja. Nee, komm, ich hol danach, Frau Rabkennen. Ich denke, bei mir ist das egal. Wie gesagt, das ist. Könnte ich das noch theoretisch nachkriegen? Das könntest du nachkriegen. Nur dann müssen wir. Gut, wir müssen nur vom Bulle und von der Kuh die Blutprobe ziehen für einen Abstammungsnachweis. Von dem Altbulle haben wir ja. Ja gut, okay, das, also das ist jetzt ja nicht mehr hin. Ja, jetzt hier nicht, aber bei dir kriegt man es immer noch hin. Ist auch reinerbig, Vater ist Ulrich gewesen. Ja, also jetzt wollen wir mal gucken, was die am Geburtsgewicht hatte. 37 hat ja. Geburtsgewicht. Das ist ja top, ja. Also, nee, sind Leute, das Leute, wir holen damit. Hier, also sind zufrieden damit, das passt mir. Hier sind bei mir, gibt es Züchter. Also richtige Züchter. Ich sag mal so, ich bezeichne mich da als die B-Klasse oder C-Klasse. Ganz klar. Ich gehe nicht auf eine Auktion. Ich habe keine Zeit, mit denen eine Woche lang spazieren gehen zu üben. Damit geht's los. Und diese extrem großen Franzosen, die will ich dann wieder kalben. Ja. Ich mache das nebenbei. Ich zeig dir mal, wo sie kalben. Komm einfach mal mit. Ein Bulle 44 Kilo Geburtsgewicht. Ja. Und der Bulle jetzt 60 Kilo hat er 16 Kilo Vorsprung. Ja. Diese 16 Kilo, wenn du den nach 200 Tagen das erste Mal wiegst. Ich verstehe, ja. Also die 90 bis 200 Tage und die. Dann hast du immer diese paar Gramm als Vorteil drin. Ja. Ohne dass es ein echter Vorteil ist. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Ich lasse die einfach bei mir hier drin, so zu zweit. Wir warten auch noch, dass eine Hand gezeigt, die andere will noch. Oder hier hinten sind meistens viel drin, jetzt sind noch zwei Bilder drin. Das sind zwei Kälber aus Besamung. Deswegen sind die auch noch hier drin, weil ich die, wenn es geht, nochmal besamen will. Also, einfach um ein bisschen durchzumischen. Ja, ja gut, klar, da kannst du ja einen anderen Bullen drauflegen, was du willst, genau. Und dann hast du ja nachher nochmal. Genau. Und kannst eventuell den Bullen ja selbst dann nochmal nutzen oder wie auch immer. Eventuell ja. Hier ist jetzt ein Bulle dabei, der kleinere, das größere Mutterkalb. Ist mir aber letztendlich egal, weil ich gerne das durchmischen will. Mhm. So ein bisschen. Ich verstehe, ja. Natürlich kannst du bei den paar Viechern, hast du auch gesehen, nicht mischen wie ein großer Betrieb der 100 Kühe. Ja. Das ist eine ganz andere Liga. Das ist richtig. Ja, die werden ja davon leben. Du wirst das hier auch nebenbei, oder? Ich mach das nur nebenbei. Na ja, wie mir auch. Weil davon leben, dann. Ich habe hier die Wiesen, ich sag mal, 5 Kilometer rumgereist. Und ich fahre sie alle im Sommer mit einem großen Anhänger am Schlepper dran. Weil hier über die Straße kannst du sie nicht fahren mit einem Treibwagen. Das ist ja Hauptstraße schwierig. Gehen tut das. Ja. Okay, nein, ja, hier können sie ja ruhig kalten. Ja, das ist ja Ziel der Übung. Also ich habe festgestellt, früher hatte ich sie angebunden. Hier stehen ja noch Anbindungen, die kommen diesen Sommer raus. Der kommt auch noch aus dem kleines Baustellchen hin. Ich habe dann festgestellt, wenn ich sie laufen lasse, habe ich bei den Kalbungen viel, viel weniger Ärger. Die richtig. Kuh legt sich hin, dreht sich rum, wenn das nicht richtig liegt. Genau so. Die macht Sachen, viel einfacher. Die macht es einfacher, anstatt früher angebunden. Beim Anbinden musst du viel, viel mehr helfen. Ja.
Ja, die wissen ja, wie, wo es weh tut oder wie auch immer, dann extrem verschwindig brauchen. Genau. Und andernfalls, die können sich ja dann nicht so drehen. Und auch wenn die länger, wenn die laufen, dann ist alles ja die Muskelsäge dehnt. Bitte sehr, die schmeiden hier. Und ich bin heute in den Stall gucken gegangen noch. So, da hatte ich halt nochmal da gelegen. Ja, ja. Also, die machen bei mir aber in der ganzen Herde. Also ich habe da die ganze Gruppe. Die, geht ja. Mache ich jetzt extra, wenn ich nachher heimkomme, mache ich sie extra. Und dann kann sie zwei Tage im Kalten in der extra Box stehen und dann geht es nochmal bei den anderen. Ja klar. Wenn sie den Hof verlassen, dann müssen sie untersucht sein. Das ist mein Wissen bis jetzt. Ja. So, und da ist einfach mal der Dreier. Der 7er ist verkauft, der wartet auch nur auf besseres Wetter. Der sollte diese Woche weggehen, aber der kommt nach aus Unna, der liebe gute Mann. Da habe ich gesagt, tu mir einen Gefallen. Montag, Dienstag, Mittwoch, vergiss es. Es gibt so viele Nebenstraßen, das ist nicht günstig. Ja, die beiden sind schön. Okay. Also ich mache jetzt. Schon mal in die ganze Richtung steht. Also, wie gesagt, ich kenne Leute, die kommen dann an, du Klüppel wie ein Ochse. Ja, dann haben wir erstmal die ersten vier Wochen bei dir versaut. Ja. Wenigstens. Und Bulle muss man, wenn man den nicht an Haken hängen will, ein bisschen vernünftig behandeln. Ja, dann soll ich ein bisschen länger noch mitlaufen. Ja, genau. Ja. Das wäre, wenn er jetzt schon verkehrt ist und dann. Ja, das ist immer so. Schritt davon ist. Nein, ja, da war Lau, ja. Genau. So. Na ja, alles klar. Gut. So, kannst du mal davon noch kopieren, Mann? Damit ich... Ja, damit. Alter, gut. Dann kann ich an der Tour gucken, richtig.
wer was wo war.